Während den ersten Tagen meines Artist-in-Residence-Aufenthalts in den Atelierräumen des Künstlers Karl-Heinz Knödler durchforste ich seinen Nachlass und versuche mir, ein eigenes Bild zu machen. Als Ergebnis meines Aufenthalts ist eine Ausstellung mit Arbeiten von Karl-Heinz Knödler und mir geplant. Diese möchte ich in den kommenden Wochen erarbeiten und hier in den Räumen des Schlosses aufbauen. Im Moment ist allerdings noch nicht abzusehen, ob die Ausstellung öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Trotzdem versuche ich, die Maßnahmen gegen das Coronavirus als Herausforderung zu begreifen und als Anlass, neue Mittel und Wege auszuprobieren. Und so beschließe ich, all meine Schritte und Gedanken während meines Aufenthalts in Form kleiner Filme festzuhalten, um mein künstlerisches Arbeiten auf anderem Wege zugänglich zu machen. An einem Nachmittag begleitet mich auch mein Bruder mit der Kamera. Rustel mal noch mal da, wo du vorhin warst. Wieder am Schrank? Ja, oder da halt auf dem Boden, da wo dieser Tunnel ist. Guck halt irgendwie Richtung Schrank. Hier? Ja. Genau da, wo du stehst, praktisch irgendwie auf dem Boden rumkrusteln oder so. Dann hole ich mir kurz eine Mappe zum Krusteln, okay? Ja. Schau mal, die finde ich total geil. Das sind so Rotochsen-Taschentücher mit so einem Heißluftballon. Und so oben ist drauf so ein Gockel. Eigentlich sind da viele Heißluftballons und so Planeten und fancy. Da ist auch oben neben dem Gockel und neben dem Heißluftballon. Das sieht aus wie. Das da? Ja. Ja, das sieht ein bisschen aus wie so eine Windrose. Ja. Also es sieht ein bisschen aus, entweder eine Sonne oder halt einfach, keine Ahnung. Ja, sieht auf jeden Fall echt cool und die gibt es in allen Farben. Sehr hübsch. Und das da ist auch mein Lieblings, dieses Hemd da, hast du es gesehen? Voll cool. Warte, ich muss mal schauen. Warte, ich komm vielleicht hin. Guck mal, das ist doch Hammer, oder? Ich finde es mega schön. Da hat sie mir auch. So ein Hemdle. Ja. Und ich muss sagen, in Zeiten von Corona habe ich das schon gefunden. Das öffentliche Leben hält gerade den Atem an und ich bin auch ein wenig froh, alleine in diesen dicken alten Mauern zu sitzen und über die beschaulichen Dächer der Stadt blicken zu können. Und ich bin gespannt, was ich alles in Knödlers Archiv finden werde.